da sind wir wieder. Da drüben ist jetzt noch, sind noch Viecher. Nein, mein Kraftwerk. Um den Status des Planeten als T2 zu etablieren. Und jetzt gucke ich mal, das Grobitreich hatte mich doch gerade angefunkt. Da. Die wollen, dass ich ihnen ihren Planeten abkaufe. Nee, jetzt nicht. Ich bin gerade fast pleite. Erst wenn ich wieder ganz viel lila Gewürz habe, dann werde ich wieder ganz viel Geld reinbekommen. Der verzieht sich nach links immer weiter. Der kühlt ab! Kühlt er ab! Du darfst nicht abkühlen! Warum zur Hölle kühlst du ab? Das darfst du nicht! Aber ernsthaft, warum zur Hölle kühlt er so stark ab? Er ist zwar ziemlich weit von der Sonne entfernt, ja, aber... So stark abzukühlen ist schon ein bisschen übertrieben. Ready to plant these things. Komm schon. Wehe, du bleibst jetzt stehen. Komm schon. Ein kleines Stück noch. Ein kleines Stück. Damn it! Jetzt habe ich hier wieder drei eintreffende Funksignale. Bla. Was wollt ihr denn alle von mir? Ich bin beschäftigt. Aha, bla bla. Uninteressant. Die wollen uns wieder bestechen. Die wollen wieder steuern. Nein. Mensch, Leute. Ich will nicht. Schon mal was davon gehört? Ich habe keine Lust und keinen Zwang, eure verfluchte Steuer zu bezahlen. Vor allem, weil die völlig unnötig ist. Ich brauche einen Asteroiden oder einen Meteoritenhagel. Meteoritenhagel hin. Hallo, Meteoritenhagel. Wo bist du? Nicht zu viel. Und ich will diese ganzen Sammelartefakte nicht verkaufen. Das würde nämlich nichts bringen. Grobitreich, hast du weniger Gewürz zu verkaufen, das ich verscherben könnte? Ja, 10! Sauber! Her damit! Ich verkaufe noch mein rotes Gewürz! Du, dann bis gleich! Ich bin sofort wieder da, sobald ich das auf meinem Heimatplaneten verscherbelt habe. Weil die nehmen das auch sehr gerne an für so 32.000 das Stück. Nee, das war ja Eissturm. Ich verwechsel das jetzt bitte nicht mit einem Dingens. Oh Gott, jetzt komme ich nicht drauf. Egal. Wenn ich dieses System hier kaufe, das wird dann auch gut, weil das ist ja auch lila Gewürz. Direkt nebenan. Halt, 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 halt. Vielleicht verkaufen die ja so einen Meteoritenhagel. Ja, da. Meteoriten. Der kostet vor allem nur 90.000. Und das gibt's auf der Erde nicht zu kaufen. Wie bescheuert. Auf jeden Fall, hier herrscht jetzt auch wieder Markt kaputt machen.
dem lila Gewürzplaneten. Dich trete ich jetzt auf T2 hoch. Schnell machen, sonst kühlt dieser Planet schon wieder ab. Wo er ja jetzt schon wieder dabei ist. Runter damit. Schau. Das müsste jetzt aber wirklich mal gereicht haben. Ich muss ihn jetzt als T2 etablieren können. Teil des Ökosystems fertiggestellt und kannst nun verbesserte Kolonien errichten. Wuhu! Und jetzt setze ich die ganzen Viecher auf mich auf. Ja toll, der frisst da erstmal das Viech auf. Bravo! Jetzt mein Lagerraum mich erstmal wieder leer. Hier ist ein Baum, meinetwegen. Bleib doch! Und jetzt noch Gras. So. Dann kann ich jetzt also meine Kolonie verbessern. Guck mal, sie ist da. Die braucht jetzt mittlerweile auch kein Schutzschild mehr. Blablabla. Je besser der T-Score übrigens, desto höher wird auch das Angebot auf dem Planeten. Nein, ich werde nicht für 150.000 einen Meteoritnagel kaufen. Jo. Nein, die Nerv! Verdammt! Zurück! Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ich suche mir ein Haus aus. Ich habe ja keine Bauvorschläge von euch erhalten, deshalb werde ich auch kein Haus bauen. Dammit! Bodenhaus. Auswahl. Arkham. Und hier nehmen wir als Fabrik Fabricoria. So, dann wollen wir doch mal die Fabrik. Was? Fabrik. So läuft das. Dann letztlich auch noch ein kleines bisschen verkaufen. Dann hier noch eine Fabrik. Ah ne, Moment. Da setze ich ein Wohnhaus hin. Sauber, dann gibt's noch mehr. Planet wird 60 pro Stunde. 60 lila Gewürz pro Stunde, verdammt. Denen hier wird's gut gehen. Fertig. Moment mal, wie viel wird das jetzt produzieren? 60 pro Stunde, ja. Hat sich nicht geändert. Schade. Der Stadt geht es gut, die hat 3 Lächelmasken. Mal bei mir Licht anmachen, bei mir wird's dunkel. Der Mond schien heller als ein Wagen, Blitze, bla bla. So, ich kann jetzt also noch eine zweite Kolonie reinbasteln, aber das werde ich jetzt nicht tun. Oder?
kolonialisiere lieber jetzt noch einen Planeten. Der hier hat rote, das brauche ich nicht. Da drüben kann ich dich hin! Dammit! Es gibt doch sicherlich einen Weg, da drüben hinzukommen. Ja, gibt es. Stimmt ja, in dem blauen Reich hier konnte ich ja das gelbe Gewürz so teuer verkaufen. Halt, halt, da ist jemand. Wir dachten gerade, wir könnten mal wieder einen Leuchten zum Spielen brauchen. Schon schneidest du hier rein. Was für ein interessanter Zufall. Sind die. Zivilitorenreich. Was ist das Zivilitorenreich? Wir sehen uns irgendwann nochmal. Jetzt mal die ganzen Planeten abfliegen. Meine Güte, dieses Zivilitorenreich ist doch ganz schön groß. Scheint mir. Heilige Sch... Endlich! Ja, das Bananza. Du bist in einem Abschnitt des Weltalls, über den der große Rat... Oh mein Gott! Bananen! Auf Beinen! Scheiße! Oh mein Gott! Heilige Scheiße! Bananen auf Beinen! Hilfe! Oh mein Gott! Ach ja, ich bin übrigens komplett pleite. Norgis. Du hast eine seltene galaktische Formation gefunden. Ja, kein Wunder. Ja, es hört sich gerade so an, als würde ich gerade wieder total an den Glauben so richtig ankotzen, aber man muss ja ganz ehrlich auch sagen, dass es hier ziemlich beschissen ist, dass dann jedes Mal diese gläubischen Fraktionen einen mit Steuern überhäufen, die man niemals zahlen könnte. Hier ist ja auch alles voll mit Spezies. Spezien. Spezies. Gott, es wird ja immer kränker, je weiter man fliegt. Ich will zurück in den bekannten Bereich. Oh mein Gott, ich will hier weg. Nein, ich will hier weg. Das ist auch so eine Sache mit der Höhe der Planeten und so weiter, dass du zu dem nicht hinfliegen kannst, auch wenn der ganz nah scheint, da der in Wirklichkeit meilenweit entfernt ist. Das ist auch irgendwie so eine Sache, das sollten die vielleicht mal überarbeiten. Auf eine Höhe prügeln will ich allerdings auch nicht. Hey, hier habt ihr was. Brotkrumen für euch. Wie sieht es denn da hinten auf meinem Lila-Gewürzplaneten aus? Habt ihr ein bisschen Lila-Gewürz für mich? Jo, vier Roten, vier Lila-Gewürz. Danke. Ich flieg da jetzt doch mal runter und baue da noch eine Kolonie drauf, weil es ist einfach so, dass die Lagerkapazität erhöht sich dadurch ja schließlich auch. Boah. Immer so reinsetzen, dass mindestens zwei dieser Gewürzgeisiere von einer Stadt eingeschlossen werden. Ermöglicht es den besseren Abbau. Danke, Ur, für deinen Tipp, dass die Runde vorbei ist. Ich danke dir für das Generve. Oh, ja. Und
Tada, jetzt ist es schon eins von 10 lila Gewürzen. Hier mit dem Gewürz. Danke. Ich fliege damit jetzt noch schnell zu einer Spezies, die das dann aufkauft. Und dann mache ich für heute mal wieder Schluss. So eine halbe Stunde aufzunehmen ist ganz okay. Ich habe in letzter Zeit leider ein bisschen wenig Zeit aufzunehmen, weil ich begeistert bin. Also sie sind gut, aber sie sind nicht mehr so gut für sein Set. Hier gibt's das nicht gut zu verkaufen. Das ist vielleicht das Chromitreicher, dass ich das so gut verschärfen konnte. Hoffen wir's mal. Ist mir nicht genug. Da muss ich, glaube ich, wieder zu meiner Heimatwelt schippern. So, und dann wollen wir doch mal sehen, was habt ihr denn? 19.000, verdammt, ich habe den Galaxismarkt ruiniert. Ich krieg kaum noch Geld. Damn it. Ja, okay, dann würde ich aber mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Cheerio.